Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Einzige, was man Herrn Kollegen Löbke zugutehalten kann, ist die Gnade der späten Geburt. Denn meine Zwischenfrage bezog sich daraus, ob Sie sich eigentlich noch an die Einstellungsermächtigung der Polizei in Regierungsjahren von Schwarz-Gelb erinnern können. Nein, nein, da müssen Sie durch, weil Sie betreiben hier mal wieder Legendenbildung. Wir werden in diesem Haus, im nächsten Haushaltsjahr mit 1920 Einstellungsermächtigungen eine solch hohe Einstellungsermächtigungszahl haben, wie wir seit Jahrzehnten in diesem Jahr nicht hatten. Und jetzt sage ich Ihnen in Zahlen 1920. Ihre Regierungszeit begann mit 500. Das ist ein Viertel, ja? 500, ja? In Ihrer Regierungszeit stand am Ende bei dem Personalkörper ein Minus. Wir haben angefangen, hier wieder ein Plus zu schreiben. Wir liegen mit unseren Einstellungsermächtigungen über den Pensionierungen, und damit schaffen wir einen Puffer. Und von daher sind wir, diese Regierung und im Vergleich mit den anderen Bundesländern, die Polizei abbauen, haben wir in den letzten Jahren und nicht erst seit den Anschlägen in Paris, sondern seit wir hier mit der Regierung begonnen haben, Polizei zusätzlich eingestellt. So, wir haben wegen der Demografie, erstens haben wir wegen der Demografie gehandelt, Polizei zusätzlich eingestellt. Dann kamen die Anschläge von Charlie Hebdo. Da haben wir sofort reagiert mit zusätzlichen Einstellungen. Wir haben jetzt, der Kollege hat es gerade dargestellt, Kollege Stotko, wir werden jetzt noch mal gezielt im Verfassungsschutz spezifischen Bedarf spezielle Kräfte noch mal wieder einstellen. Wir haben 250 Mehreinstellungen im Jahr 2015. Und im Jahr 2016 250 Mehreinstellungen für den Bereich Flüchtlinge, sodass wir auf die 1920 in diesem Jahr kommen. Herr Löbke, es ist wieder besseres Wissen, wenn Sie hier beteuern, dass Rot-Grün hier Polizei schwächt. Nein, Sie haben hier die Polizei geschwächt in Ihrer Regierungszeit. Und wir haben ab 2010 angefangen, hier wieder die innere Sicherheit zu stärken. So sieht es aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann finde ich es unverantwortlich, Herr Kruse, um das auch noch mal ganz klar zu sagen, was Sie hier mit Ihrem Änderungsantrag, Kollege Stotko ist da ja noch sehr harmlos gewesen in der Kritik, was er eigentlich sonst nicht ist, aber ich bezeichne Ihren Änderungsantrag nicht nur als völlig fehlgesteuert, sondern auch als brandgefährlich und wirklich unverantwortlich, weil Sie hiermit suggerieren, mit Ihren 5 Millionen für die Schutzwesten der Polizei und den Zitaten der GdP, als ob unsere Polizei nicht ausreichend geschützt wäre. Und Sie haben mit diesem Änderungsantrag, dass es hier am Geld hapert, unsere Polizei ausreichend zu schützen. Wieder besseres Wissens schüren Sie hier Unsicherheit in der Bevölkerung. Das werfe ich Ihnen vor. Und Sie wissen es ganz genau, dass wir im nicht öffentlichen Teil, Herr Siebeke, im nicht öffentlichen Teil, und das finde ich das Perfide an Ihrer Strategie, im nicht öffentlichen Teil wurde ausführlich über die Schutzmaßnahmen für unsere Polizei berichtet. Und Sie wissen ganz genau, dass ich das hier nicht in öffentlicher Sitzung sagen darf, weil wir damit nämlich auch die Kolleginnen und Kollegen gefährden. Aber am Ende haben Sie im nicht öffentlichen Teil keine einzige Nachfrage gestellt, Herr Golland, weil am Ende der Debatte stand, unsere Polizisten wird alles getan, um sie ausreichend zu schützen. Und wenn, dann sind es Lieferschwierigkeiten von Herstellern, aber es ist nicht ein Problem des Haushalts. Da steht genug Geld drin, um unsere Polizisten und Polizistinnen ausreichend auszustatten. Und noch bevor Sie diese Informationen, und das werfe ich Ihnen auch vor, bevor Sie diese Informationen hatten, nämlich bevor Sie im nicht öffentlichen Teil genau diese Informationen ganz kleinteilig bekommen haben, war Ihre Presseerklärung schon draußen und Sie haben genau das Gegenteil in die Welt rausposaunt. Und das finde ich, und das ist perfide, weil Sie damit nämlich auch die Unsicherheit schüren. Und das ist nicht nur schäbig, das ist auch unverantwortlich. So. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns von Ihnen nichts in Sachen innerer Sicherheit hier sagen lassen. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Einzelplan
ist geprägt wie kein anderer eigentlich von der Flüchtlingsthematik. Leider reicht die Zeit nicht, weil ich mich da ein bisschen über Ihre Unverschämtheiten aufregen musste, hier meinen eigentlichen Redebeitrag noch zu halten, weil wir auch noch das GfG haben, hier noch mal ausführlich auf die Flüchtlingssituation einzugehen. Und auch hier will ich nur sagen, das Land tut hier alles, das Land tut hier alles, um den Menschen, die hier ankommen, eine würdige, eine menschenwürdige, eine humanitäre Aufnahme zu gewährleisten. Und das Land tut auch alles, um hier ein faires Angebot an die Kommunen zu machen. Die Verhandlungen laufen ja derzeit, um hier auch eine auskömmliche Finanzierung für die Kommunen herzustellen. Und was nicht geht, ist, wenn wir uns diesen Gesamtbetrag, die 4 Milliarden angucken, die wir in diesem Haushalt für die Flüchtlinge zur Verfügung stellen, wenn man dann runterrechnet, dass insgesamt unter 20% davon der Bund trägt, dann finde ich das keine fairen Lastenverteilung. Und deswegen wird über die Aufgaben und die Kostenverteilung bei dieser gewaltigen Aufgabe auf jeden Fall auf Bund-Länder-Ebene noch zu sprechen sein. Es gibt noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Leider reicht die Zeit nicht. Aber das war mir noch mal ein wichtiges Bedürfnis, hier auch darauf hinzuweisen, dass das Land sich auch an dieser Stelle finanziell nicht vor der Verantwortung drückt. Und jetzt ist mal wieder der Bund am Zug. Danke.